Vor 11 Jahren habe ich mit meinem Mann in einem Auto gelebt und Neuseeland mit ihm entdeckt. Als wir wieder nach Deutschland kamen, habe ich ein paar Kunden aus Neuseeland mitgebracht und weiter für sie gearbeitet. Für einen Stundenlohn von 35 Euro damals. Ich habe Zeit gegen Geld getauscht. 2014 wurde ich dann schwanger und als meine Tochter Ronja, die Räubertochter, in unserem Wohnzimmer zur Welt kam, wusste ich, so geht's nicht weiter. Ich bin wegen meiner Kinder heute so erfolgreich. Denn mit einem kleinen Baby hatte ich weniger Zeit und musste alles optimieren. Zeit gegen Geld tauschen war einfach nicht mehr möglich. Denn mit einem Baby ist eines ziemlich rar, die Zeit. Mein Name ist Katrin Hill und ich habe mich seit 2012 auf organisches Wachstum spezialisiert. Also ohne Werbeanzeigen. Wenn ich mir heute die Aufzeichnung von meinem ersten Webinar anschaue, oh je, im Flur meiner Eltern mit grässlichem Hintergrund. Aber es hat funktioniert. Alle Plätze ausverkauft über Digistore24. Ich hatte zum ersten Mal das grandiose Katsching gehört und ich hatte mein Wissen verkauft und musste nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen. Ich kann mich seitdem auf das fokussieren, was mir am meisten Freude macht. Meine Produkte und vor allen Dingen meine Kunden. Durch das Skalieren meiner Produkte mit Digistore hat sich so viel in meinem Leben verändert. Ich bin von der Solo-Selbstständigen zur Unternehmerin mit einem Team mit knapp 20 Teammitgliedern geworden. Aber eines hat sich nicht geändert. In meinem Dorf versteht niemand so richtig, was ich tue. Da bin ich immer noch die Frau von nebenan, deren Mann als Techniker arbeitet und 20 Schafe hinterm Haus hat. Ohne Digistore24 hätte ich weder eine GmbH noch ein Team aufgebaut. Wahrscheinlich hätte ich auch schon ganz viele graue Haare. Stattdessen sind wir auf Wachstumskurs und ich freue mich sehr, dass es nicht nur äußeres, sondern vor allem auch inneres Wachstum ist. Ich nehme meine Kunden auf diese Reise mit und habe das Ziel, in den nächsten Jahren 1000 Unternehmer und Unternehmerinnen zum ersten sechsstelligen Umsatz pro Jahr zu begleiten.